Wie lange sollte eine Handstand-Trainingseinheit gehen? Wie oft solltest du den Handstand üben? Und worauf kommt es überhaupt im Handstand-Training an? All das erfährst du in diesem Video. Kurz vorweg ist natürlich zu beachten, dass der Handstand eine koordinative Übung und keine Kraft- oder Mobility-Übung ist. Entsprechend läuft die Trainingsplanung hier ein wenig anders ab. Punkt Nummer 1. Ausgeruht trainieren. Da du beim Üben deiner Koordination bzw. Balancefähigkeit nicht durch die Ermüdung limitiert sein möchtest, solltest du das Handstand-Training an den Anfang deines Trainings legen. Du solltest also nicht aus dem Handstand umfallen, weil deine Muskulatur in Armen und Schultern müde ist, sondern eher, wenn es zum Fall kommt, sollte es an deiner Koordination liegen. Am besten fällst du aber natürlich möglichst wenig. Du solltest also schauen, dass deine Erfolgsrate der Handstände ca. bei 70-80% liegt. Zweitens, ausreichend Pause. Nimm dir zwischen den Wiederholungen der Handstände genug Zeit, damit deine Muskulatur sich gut erholen kann. Wenn du merkst, dass du bei der nächsten Wiederholung sehr viel kürzer halten kannst, hast du nicht genug Pause gemacht. Nimm dir am besten zwischen den schweren Handstand-Holds 2-4 Minuten Zeit, damit deine Muskulatur sich ausreichend regenerieren kann. Drittens, passende Progression. Wähle Übungen mit einem passenden Schwierigkeitsgrad. Wenn das Aufschwingen in den Handstand bei dir zum Beispiel noch nicht so gut klappt, kannst du zum einen die Schwungbewegung vom Boden aus üben und parallel dazu an deiner Balance von der Wand aus arbeiten. So kannst du dich quasi an die Handstandposition von oben und unten herantasten. Punkt Nummer 4. Von schwer nach leicht. Fange mit den technisch schwierigen Übungen an. Wenn du zum Beispiel übst, gerade frei im Handstand zu stehen, kannst du mit freien Holds im Raum starten. Wenn dann die Qualität abnimmt, geh lieber zur Wand zurück, damit du hier wieder sicher gehen kannst, dass du nicht zu häufig umfällst. Fünftens, weniger ist mehr. Gehe nicht bis zur kompletten Ermüdung. Wenn du keine ordentlichen Handstände mehr hinbekommst, bringt dir das weitere Üben in dieser Einheit nicht mehr viel. Gehe also im Anschluss lieber zu Kraft- und Mobility-Übungen über oder zu einer Handstandübung, wo du noch gute Ergebnisse erzielst. Zusammengefasst also, wie oft und lang solltest du den Handstand üben? Das hängt natürlich von deinem Leistungslevel ab. Starte am besten mit kürzeren Einheiten von 10-15 Minuten, die du dir auf 3-5 Einheiten pro Woche verteilst. Wenn dein Körper, vor allem Handgelenke und Schultern, sich an die Belastung gewöhnen, kannst du die Einheiten nach und nach verlängern. Nutze weitere Energie und Zeit, um mit anderen Übungen an Schwachstellen zu arbeiten. Das können zum Beispiel Kraftübungen für die Schultern sein oder auch Mobility für Beine und Oberkörper. Wenn du noch weitere Fragen zu deinem Handstandtraining hast, schreib mir das gern unten in die Kommentare. Bis dahin ganz viel Spaß und Erfolg mit deinem Training.